أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Also viele Geschwister rufen uns an, die sind verzweifelt. Verzweifelt, weil sie Einflüsterung vom Satan haben. Einige sind verzweifelt. Sie zweifeln sogar an die Existenz des allmächtigen Gottes. Sie zweifeln an den Koran. Sie zweifeln an den Prophet Muhammad a.s. Hier haben wir mit zwei Menschensorten zu tun. Die Konvertierten, die den Islam angenommen haben, sie haben das richtig zu spüren, das ist normal. Gestern waren sie Diener des Teufels, indem sie ungläubig waren. Heute haben sie den Islam angenommen. Und natürlich dieser Feind, dieser unsichtbare Feind, er versucht, die Menschen zurückzuholen. Er hat geschworen, die Menschen in die Hölle mitzunehmen. Bei den neuen Muslimen oder bei den Muslimen, die ganz weit weg von der Religion waren und jetzt zurückgekommen sind mit Allahs Erlaubnis, dass Allah sie recht geleitet hat, und diese Menschen haben angefangen, den Islam zu praktizieren, er übt den gleichen Druck aus auf diese Menschen, genauso wie bei den Konvertierten. Er versucht, sie vom Gebet abzuhalten. Er versucht, sie von Moscheebesuche abzuhalten. Er versucht, sie in allen Situationen zu zweifeln. Es gibt Menschen, die wirklich anfangen zu weinen. Es gibt Menschen, die wünschen sich den Tod, anstatt ungläubig zu werden. Und es rufen uns wirklich sehr viele Leute an, die diese Gefühle haben. Deshalb mein Tipp an meinen Geschwistern im Islam: Wir müssen die Waffen benutzen, die Allah uns gegeben hat. Wir müssen die Waffen benutzen, die der Prophet Muhammad a.s. uns gegeben hat, um gegen diesen verfluchten Teufel zu kämpfen. Allah sagt im Koran: Inna shaytana lakum aduun mubin. Der Satan ist ein offenkundiger Feind. Nimmt ihn als Feind. Wenn ich nicht mal weiß, wer dieser Feind ist, wie soll ich ihn bekämpfen? Ich muss wissen, mit wem ich zu tun habe. Dieser verfluchte Satan ist ein Wesen, den wir nicht sehen. Ein unsichtbarer Wesen. Und wir haben auch einen zweiten Feind in unserem Körper. Das ist die Nafs, das eigene Ego. Der Shaitan ist flüstert von außen, von draußen, und unser Nafs praktiziert und fühlt sich wohl dabei. Beweis dafür, in Ramadan, Allah fesselt die große Satane im Himmel. Das heißt, die Menschen sind ohne Einflüsterung des Satans. Und wir sehen, dass Menschen immer noch Alkohol trinken, immer noch rauchen, immer Unzucht begehen und so weiter. Das bedeutet, der Satan gibt dir nur den ersten Schritt. Den Rest machst du selber. Den Rest macht dein Nafs. Nafs al-Ammara bis-Su. Diese Seele, die zum Verderben aufruft manchmal. Und wenn man sein Nafs nicht erzieht, dann wird man Diener sein Nafs sein. Diener sein eigenes Ego sein. Und Allah sagt im Koran: أَرَأَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Hast du nicht jenen gesehen, der seine eigene Neigung, sein Nafs, sein eigenes Ego als Gott genommen hat? Und das sind die Menschen auf der Straße. Wir müssen die Waffen benutzen, die Allah uns gegeben hat. Wenn jemand den Koran öffnet, er darf den Koran nicht anfassen, wenn er kein Wudu, Gebetswaschung hat. Und das sind Worte an die Konvertierten und an die Deutschen, auch die nicht Muslime sind. Die müssen sich mindestens eine Dusche vorziehen vorher. Allah sagt im Koran, über den Koran: La yamassahu illa al-mutahharun. Dieser Koran darf kein unreinen Mensch anfassen. Du musst erstmal Gebetswaschung machen.
und dann den Koran anfassen. Weißt du nicht, wie man eine Gebetswaschung macht? Dann mach eine Dusche. Dusche vorher und dann darfst du das Wort deines Schöpfers anfassen. Und bevor du den Koran öffnest, musst du sagen, das ist ein Befehl von Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Das ist ein Befehl. Weil sobald du den Koran öffnest, kommt er und will nicht, dass du weiterliest. Das ist sein Lieblingsspiel. Er will dich abhalten, um sein Versprechen zu bewahrhaftigen. Er hat versprochen, die Menschen in die Hölle mitzunehmen, als Amt sogar. Und Allah sagt im Koran, ohne Allahs Gnade und Huld wäret ihr alle dem Satan gefolgt. Alhamdulillah, das ist eine Gnade von Allah, dass wir dem Satan nicht folgen. Dass er uns nicht in die Hölle mitnimmt. Das ist Huld von Allah. Aber man muss die Waffen benutzen, die Allah uns gegen diesen verfluchten Teufel gegeben hat. Die erste Waffe, dass du, wenn du den Koran öffnest, dass du vorher sagst, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Teufel. Nummer zwei, es gibt Suren, Schutzsuren im Koran, die man liest, damit Allah dich vor diesen Einflüsterungen schützt. Surat al-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Wenn du das liest, Allah bewahrt dich vor diesem verfluchten Teufel. Allah schiebt ihn weg von dir. Dann آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Das ist ein Vers. Wenn du diesen Vers liest, dann bewahrt dich Allah vor der Einflüsterung des Teufels. Surat al-Baqarah, die zweite Sure im Koran, die Kuh. Wenn du diese Sure laufen lässt zu Hause, auch wenn das eine Kassette ist, du wirst 24 Stunden befreit von dem Satan. Dein Haus betritt kein Satan 24 Stunden lang. Was hat uns der Prophet Muhammad a.s. für Suren gegeben oder für Waffen gegeben? Er hat uns befohlen, Allah Lob zu preisen. Egal wo du bist, an der Tankstelle, an der Haltestelle, an der Bushaltestelle, im Zug, wenn du Fahrrad fährst, wenn du deine Kinder zur Schule bringst, wenn du die abholst, im Auto sitzen und sagen, Subhanallah, gepriesen sei Allah. Alhamdulillah, Lob gebührt Allah. Allahu Akbar, Allah ist der Allmächtige. Lobpreisung. Allah ist der Höchste. Lass deine Zunge immer Allah lobpreisen. Lass deine Zunge sich bewegen, nur für Allahs Wohlgefallen. Du bist Allahs Diener. Und Allah liebt es, von deinem Mund das zu hören. Was hat uns der Prophet Muhammad a.s. für eine Waffe noch gegeben gegen den verfluchten Teufel? Es gibt ein Bittgebet oder eine Lobpreisung. Es gibt eine Lobpreisung. Wenn man das 100-mal macht, dann wird man den ganzen Tag vor der Einflüsterung des Satans bewahrt werden. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Am besten sollte man das nach dem Fajr-Gebet, morgens Gebet, 100-mal das wiederholen. Das kostet nur 7 Minuten. Dadurch hast du das Versprechen von Allah, von deinem Schöpfer, dass du den ganzen Tag vor der Einflüsterung des Satans bewahrt wirst.
Und